dieser Gemeindearbeiter. Und wir haben so darüber gesprochen, über das Ganze, und wir haben uns im Kreis gedreht, und ich habe ihm dann gesagt, sie müssten sich eigentlich als Beamten ausweisen, dass sie das machen dürfen. Und dann sagt er, ja, aber seit 2002 gibt es keinen Beamtenstatus mehr. Jetzt setzen wir uns mal alle hin, ja, und wer jetzt noch nicht gepolsterte, sagen wir mal, Flächen hat, neben seinem Sitz, sollte das jetzt mal herbeiholen, weil ihr werdet jetzt so ein bisschen herunterfallen. Wir haben es hier mit einer Firma zu tun. Es gibt gar keine Beamten mehr in der Schweiz. Ja. Keine Ämter mehr. Damit keine Ämter mehr. Keine Ämter mehr. Das heißt nur noch Bundesamt und blabla Amt. Aber es gibt eigentlich keine Ämter mehr. Es sind einfach Firmen. Und dann standen zwei Polizeibeamte vor der Tür. Ja, Moment, wir haben doch vorhin gelernt, dass es gar keine Beamten mehr gibt in der Schweiz. Ja, eben. Zwei Polizisten. Also bewaffnete Uniformierte mit Polizeiaufschrift. Genau. Und dann haben sie gefragt, ob ich die Frau Lilohorne Kilcher sei. Und dann habe ich gesagt, nein, das bin ich nicht. Das ist nur mein Name. Und er sagt, ja, aber da steht es doch da draußen. Ja, aber das ist nur der Name, den ich bekommen habe. Ich bin Mensch. Können Sie sich ausweisen? Da habe ich gesagt, natürlich kann ich mich ausweisen, aber können Sie sich auch ausweisen erstmal? Und dann sagt der eine, zeigt so auf seine Uniform und sagt, das ist unser Ausweis. Und dann habe ich gesagt, ja, aber das kann ich nicht. Die Schweiz, ein kleines Land in der Mitte Europas. Hervorgegangen aus Konflikten und Bürgerkriegen. Geeint und friedlich, erst nach Jahrhunderten. Wer sind die Menschen, die unsere Geschichte geprägt haben? Die liberalen Politiker kümmern sich einen Dreck ums Volk. Ihre eigenen Brieftaschen kümmern sich. 1847. Ein tiefer Graben spaltet die Eidgenossenschaft. Sie, Herr Sigvard Müller, werden noch in Ihrer eigenen katholischen Hölle schmoren. Die Einheit des Landes steht auf dem Spiel. Und Ihre Politik und Religion kümmern mich wenig. Konservative gegen Liberale. Ein Bürgerkrieg bricht aus. Der General sagt, Soldaten vom Sonderbund zügen unsere Brüder. Doch ein Mann steht wie ein Fels in der Brandung. Guillaume Henri Dufour. Wie ist es so weit gekommen? Die liberalen Kantone wollen einen Bundesstaat mit gleichen Gesetzen für alle. Die konservativen Kantone laufen dagegen Sturm und schließen sich zu einem Sonderbund zusammen. Das ist illegal. Die Liberalen mobilisieren die Armee. November 1847. Der Krieg tobt. Für General Dufour steht alles auf dem Spiel. Seine Truppen warten auf seine Befehle. Was plant Dufour? Wird es ihm gelingen, die Einheit des Landes wiederherzustellen? Was wissen wir von Oberst Ziegler? Blockiert vor Gislikon. Der Sonderbund hat sich auf dem Hügel verschanzt, der Grosser überzahlt. Ziegler will Erlaubnis für den Rückzug. Abgelehnt. Soll die Stellung halten? Der Artillerie geht Munition aus. Seine Lage ist aussichtslos, ausser wenn er Explosivgeschoss einsetzen darf. Niemals setzen Truppen der Tagsatzung Explosivgeschosse ein. Niemals! Ihre Zerstörungen sind einfach grauenvoll. Wenn Gmür weiter vorrückt, ja, dann muss Oberst Ziegler die Stellung halten. Unter allen Umständen. Soldaten des gleichen Landes schießen aufeinander. Sie tragen die gleiche Uniform. Und sie haben die gleiche Rekrutenschule besucht. Was ist mit dem da? Explosivgeschoss! Herr Oberst! Heute Morgen eintroffen aus der Haarau. Weg mit den Kisten! Weg damit! Sofort! Zurück auf Haarau! Ja, aber wir haben keine Kugeln mehr! Der General sagt, Soldaten vom Sonderbund zügen unsere Brüder! Oberst Ziegler ist konsterniert. Will dieser General, dass wir den Krieg verlieren?
Dufour, der Chef der liberalen Truppen, will ein Blutbad verhindern und verbietet den Einsatz von Explosivgeschossen. Warum hat man einen Mann zum General gemacht, dem das Wohl des Feindes mehr am Herzen liegt als das seiner Männer? Auch im eigenen Lager ist Dufour heftig umstritten. Seine Gegner halten den feinen Herrn aus Genf für zu konservativ, zu weich und zu unentschlossen, um einen Krieg zu gewinnen. Wie kann Henri Dufour sich durchsetzen? Es ist nicht so überraschend, dass jemand wie der Dufour später General wird. Er war sehr breit interessiert, auch breit begabt. Mathematik, hat am Polytechnikum in Paris studiert. Allerdings hat er seine Karriere als Ingenieur in Genf angefangen. Kaum Ingenieur geworden, entwirft Dufour für seine Vaterstadt Genf kühne städtebauliche Pläne. Unterstützt wird er von seinem Freund James Fuzzy, einem Journalisten und radikalen Politiker. Unglaublich, Dufour. Diese Brückenkonstruktion wird Geschichte machen. Und ich werde als Erster darüber schreiben. Übertreiben Sie nicht, Fuzzy. Die Schweizer hassen die Angeberei. Wir sind Genfer, Dufour. Die paar Jährchen bei der Eidgenossenschaft machen aus uns nicht wirklich Schweizer. Doch, Fuzzy, wir sind es. Monsieur Maupin! Monsieur Maupin! Dufour, ich habe keine Zeit für Sie und Ihre Schnapsideen. Dank den Schnapsideen von Dufour sind Sie Vorsteher des Bauamts geworden. Aber zu welchem Preis? Meine Nerven sind am Ende. Mit meiner Idee könnten Sie berühmt werden. Maupin, der visionäre Politiker. Ihm verdanken wir eine der ersten Brücken an Drahtseilen. Eine Brücke an Drahtseilen? Ja, Sie haben richtig gehört, Herr Vorsteher. Ich will die Brücke an Seilen aufhängen. An Seilen aus Stahl. Das ergibt doch keinen Sinn. Erlauben Sie. Als... Hier. Ein kleines Experiment. Schon damals greift Dufour zu unorthodoxen Methoden. Sehen Sie, mit Hosenträgern hätte Ihre Hose jetzt gehalten. Und nun ersetzen Sie Hose durch Brücke und Hosenträger durch Stahlseile und schon haben Sie mein Prinzip begriffen. Ja. Ich wusste nicht, dass er keine Hosenträger hat. Diese verbohrten Konservativen. Sie haben ein Brett vor dem Kopf und verhindern jeden Fortschritt. Als Dufour zur Schule ging, gehörte Genf zu Frankreich. Und auch als Soldat diente er in der französischen Armee. Erst 1816 wurde er Schweizer Bürger. Zwei Jahre nach dem Beitritt von Genf zur Eidgenossenschaft. Der 22-jährige Dufour ist in der napoleonischen Armee Offizier der Genietruppen und perfektioniert die Kunst des Festungsbaus. Napoleon hat die eroberten Monarchien in Republiken verwandelt. Sein Code Civil bringt allen Menschen Gleichheit vor dem Gesetz. In kaum 10 Jahren hat Napoleon halb Europa erobert, auch die Schweiz. Nach dem Sturz von Napoleon kehren die früheren Herrscher an die Macht zurück. Am Wiener Kongress 1815 stellen sie die alte Ordnung wieder her. Das Volk soll gehorchen und das Maul halten. Die Macht ist wieder bei den Herren von Gottes Gnaden. Und sie bestimmen auch das Schicksal der Schweiz. Die Großmächte wollen im Herzen von Europa ein unabhängiges Land. Eines, das zu keinem der großen Machtblöcke gehört. Ein neutrales Land. Neuenburg, Wallis, Genf kommen neu zur Eidgenossenschaft. Die Konservativen und die Feinde des Fortschritts übernehmen die Macht in fast allen Kantonen der Schweiz. Ein harter Schlag für Dufour und seine Freunde. Schauen Sie, was sich unsere Regierung wieder leistet. Meine Zeitung. Wir sind in der Republik und frei. Trotzdem darf man nicht schreiben, dass 90% bei uns nicht wählen dürfen. Oh, ich habe Sie gar nicht bemerkt, Madame. Madame Dufour. Monsieur Fuzzy? Ich möchte mich aufrichtig entschuldigen. Aber der Kampf für das allgemeine Wahlrecht hat mich blind gemacht. Ich kann mich nicht einmal mehr an den schönen Seiten unserer Stadt erfreuen. Aber lieber Fuzzy, ist es denn so schlimm, wenn nur die Reichen wählen dürfen? Was meinst du, Henri? Unser Ingenieur kümmert sich leider nicht um die Politik, Madame. Aber schauen Sie. Unsere Stadt, unser Land, unser Leben sind beherrscht von einer kleinen Minderheit. Ganz wichtig ist der Wohlstand des Volkes. Der wirtschaftliche Fortschritt ist der Schlüssel dazu. Interessant. Aber ohne gleiche Rechte für alle gibt es keinen wirtschaftlichen Fortschritt. Und deshalb müssen wir weiterkämpfen. Kämpfen für den Ausbau des Wahlrechts.
Sie auch, Dufour. Wir müssen kämpfen, Seite an Seite. Dufour beginnt, sich als Ingenieur einen Namen zu machen. Er hilft mit, prestigeträchtige Bauprojekte zu entwickeln, wie das Palais Hénard. Selbst seine Gegner respektieren diese Leistungen. Und diese Hindernisse müssen wir niederreißen. Sie verhindern den Fortschritt und den Wohlstand aller Menschen. In Genf wie in der ganzen Schweiz. Ja, es stimmt. Ich spreche auch von Stadtmauern, die uns einengen und unsere Stadt erwürgen und die den Anschluss an die Eisenbahn verhindern. Diese Mauern müssen fallen und aus ihren Steinen erbauen wir neue Wohnungen und Gebäude, die unsere Stadt so bitter nötig hat. Ich bedanke mich. Es ist nicht das letzte Mal in seinem Leben, dass er Mauern niederreißt, um Brücken zu bauen. Die hast du im Sack. Jetzt kannst du vorwärts machen mit deiner Eisenbahn. Danke. Vielen, vielen Dank. Fast die ganze Genfer Elite saß im Parlament. Dort kämpfte auch Dufour für seine Ideale vom technischen Fortschritt. Politisch war er eher liberal-konservativ und griff selten in die Debatten ein. Als Genfer Kantonsingenieur wirft Dufour das Bild der Stadt über den Haufen. Er beteiligt sich an der Entwicklung der Eisenbahn zwischen Lyon und Genf und am Bau des Bahnhofs Cornavin. Die Seilbrücke von Saint-Antoine ist die erste ihrer Art in Kontinentaleuropa und schon bald eine weiterum bekannte Sehenswürdigkeit. Dufour hat die geniale Idee, das Prinzip Hängebrücke auf den Kopf zu stellen und seine Brücke von unten mit Drahtseilen zu stützen. An den Ufern des Genfer Sees will er mit Kähanlagen Land gewinnen. Wiederum ein kühner Plan, der sofort auf Widerstand stößt. Doch so schnell gibt Dufour nicht auf. Und heute ist es das teuerste Pflaster von Genf. Ein paar Jahre später werden die alten Stadtmauern abgerissen und neue Stadtteile entstehen. Bevor der Dufour Ingenieur geworden ist, hat er schon eine Militärkarriere hinter sich gehabt. Und zwar im Heer von Napoleon, also im französischen Heer, weil Frankreich seinerzeit Genf erobert hat. In der Armee Napoleons hat Dufour das militärische Handwerk von Grund auf gelernt. 1819 gehört er zu den Gründern der ersten eidgenössischen Militärschule. Hier wirkt er als Instruktor und später als Direktor. Er engagiert sich für eine nationale Armee. Er lässt die Soldaten einheitliche Uniformen tragen und sie unter einer Fahne marschieren, dem Symbol für die angestrebte Einheit des Landes. Doch vergehen noch 15 Jahre, bis auch die Kantone das Schweizer Kreuz über ihren Wappen platzieren. In dieser Zeit gibt es in der Schweiz nicht eine Armee, sondern 25. Jeder Kanton hat seine eigene Armee mit eigenen Uniformen. In Thun gründet Offizier wie der Dufour die Schule der Nation und schließen dort Freundschaften fürs ganze Leben. Der Krieg ist das größte Übel, mit dem die Menschheit geschlagen ist. Deshalb ist Disziplin entscheidend für die Schlagkraft einer Armee. Sie darf aber nicht gründen auf der Angst vor den Vorgesetzten, sondern vielmehr auf einem tiefen Ehr- und Pflichtgefühl. Prominente Offiziersschüler aus ganz Europa lassen sich in Thun ausbilden. Unter ihnen Napoleons Neffe Louis Napoleon, später als Napoleon III., der letzte Kaiser von Frankreich. Dufours Ruf als brillanter Militärstratege dringt weit über die Landesgrenzen hinaus. Demonstrieren, nicht blessieren, so lautet einer seiner Grundsätze. Das heißt, militärische Stärke ist wichtig, aber das Ziel ist es nicht, den Feind zu vernichten. Er soll in eine so aussichtslose Lage gebracht werden, dass er von sich aus aufgibt. Wenn Sie nun dem Feind einen Boten schicken und Ihre Stellung verraten, was wird passieren? Meine Herren, was wird dann passieren? Na los! Was fällt Ihnen denn dazu ein? Herr Oberst, Revolution. In Paris ist die Revolution ausgebrochen. Mein Gott.
In Paris steigt das Volk auf die Barrikaden und kämpft mit bloßen Händen gegen die Gewehre und Bajonette der königlichen Soldaten. Der revolutionäre Funke erreicht auch die Schweiz. Zuerst im Tessin. Schon nach einem Jahr haben die 11 bevölkerungsreichsten Kantone neue, liberale Verfassungen. Die alten Herrschaften stürzen eine nach der anderen. Das allgemeine Wahlrecht wird eingeführt. Veränderung hat es in den Kantonen gegeben. Dort ist die Landbevölkerung gleichberechtigt worden mit der Stadtbevölkerung. Allgemeine Freiheitsrechte, zum Beispiel Pressefreiheit. Und man hat sehr viel Geld ins Bildungswesen investiert, Volksschulen und Universitäten. Auch in Genf fordert das Volk mehr Rechte. Die Radikalen kämpfen auf der Straße für mehr Demokratie. An ihrer Spitze James Fazi. Wir müssen kämpfen, Seite an Seite. Die konservative Stadtregierung gibt ausgerechnet Dufour den Auftrag, den Volksaufstand mit Militär zu unterdrücken. Was soll er tun? Aus eigener Erfahrung weiß er, was Gewalt bedeutet. Aber kann er das Kommando ablehnen und die Stadt der Anarchie überlassen? Die politischen Wirren in Genf erschreckten die Eliten und brachten selbst Dufour zum Weinen. Wo ist Fazi? Er müsste doch auch hier sein. Zum Teufel mit Ihrem Fazi. Er will mit uns verhandeln. Verhandeln? Wenn man diesen Revolutionären den kleinen Finger gibt, nehmen sie die ganze Hand und schleppen uns direkt zur Guillotine. Ich bürge für ihn. Auf welcher Seite stehen Sie denn? Meine Herren, Ihre Arbeit hier ist beendet. Sie können nach Hause gehen. Genf ist in der Hand der Revolution. Ich beschwöre Sie, Fazi. Bringen Sie Ihre Leute zur Vernunft. Zwingen Sie mich nicht zu schießen. Sie setzen mir die Pistole auf die Brust. Ich will nur ein Blutbad verhindern. Die nationale Einheit ist doch uns beiden teuer. Und gibt es keine Revolution in Genf, kommt es nie zu einer liberalen Schweiz. Wir weichen nur der Gewalt. Da ist sie. Warum tun Sie das? Ich dachte, wir seien Freunde. Revolution und Freundschaft passen nicht zusammen. Bürger Dufour. Gott stehe unserer Stadt bei. Fazis Revolution fegt durch die Genfer Politik und macht vor keiner Amtsstube Halt. Die Straße ist in der Hand der Revolutionäre. Hey, ist das nicht Dufour? Hey Leute, da ist Dufour. Wohin, du Verräter? Oh. Verräter. Also bitte, meine Herren. Oh. Ah. Gebt ihm. Ja, los! Nicht schlecht, der Regierer! Das könnt ihr! Feuerung! Ah, hast du den Gas? Diese Ratte! Ja, ja, Feuerung! Ah. Los, los! Oh, mein Ernster, du blutest ja. Oh, mein Gott. Oh, warte. Das tut doch bestimmt wahnsinnig weh. Oh. Bist du denn kein Arzt? Aber nein, woher denn? Was ist passiert, Vater? Wer hat das getan? Was wirklich weh tut, ist Enttäuschung, weißt du. War das ein Staatsstreich? Fazi? Hat er dir das angetan? Ja, er hetzt die Leute auf. Hab bloß keine Und Angst. Und euer Bündnis? Ihr braucht keine Angst zu haben. Es ist nichts, nichts, nichts. Dufours Einfluss auf die Politik stößt brutal an ihre Grenzen. Er zieht sich zurück und widmet sich einer anderen Aufgabe, an der er seit Jahren arbeitet. Die erste exakte Landeskarte der Schweiz. Etwas, das es bis dahin nicht gibt. Unermüdlich kämpft er für dieses Projekt. Die Kantone überzeugte mit dem Argument, dass diese Karte auch militärisch von höchstem Nutzen ist. Ein grandioses Werk, das später in ganz Europa berühmt und beispielhaft wird. Auch nach heutigen Maßstäben ein Meisterwerk.
Die Dufour-Landeskarte der Schweiz. Die Berge zu vermessen, ist eine Herkulesaufgabe. Dufour und seine Mitarbeiter arbeiten wie besessen daran. Sie klettern auf die höchsten Gipfel und sie nehmen die größten Risiken auf sich. Wenn das Geld aus den Kantonen wieder einmal ausbleibt, zahlt Dufour seine Arbeiter aus dem eigenen Sack. Zu seinen Ehren bekommt der höchste Gipfel der Schweiz den Namen Dufour-Spitze. Dufour hat sich stark engagiert für das Projekt, das für ihn zur nationalen Einheit und nationalen Identität hinführen soll. Das war übrigens das erste Mal, dass die verschiedenen Kantone hier bei einem nationalen Projekt zusammengeschafft haben. Allerdings stoßen die Vermessungsarbeiten nicht überall auf Wohlwollen. Dufour vom Eidgenössisch Topografischen Büro, mein Beileid, Herr... Sigvard Müller, bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass Sie auf fremdem Boden stehen. Entschuldigen Sie, wir führen Vermessungsarbeiten durch für die Landeskarte im Auftrag der Tagsatzung. Könnte ich mit dem Besitzer des Hofes sprechen? Der Herr Leut reiht seine Tochter zu Grab. Ah, das tut mir leid. Würde ich vielleicht später... Am besten, Sie gehen jetzt. Haben Sie nicht gehört? Wir brauchen Ihre Karte nicht. Wir haben den Heimweg immer noch selber gefunden. Ah. Meine Herren, ich bitte Sie. So, jetzt packen Sie Ihre Sachen zusammen und verschwinden von hier. Wenn eine Seele zur ewigen Ruhe trägt, wird man nicht hadern. Ueli. Sie sagen doch selber, wir müssen uns wehren gegen fremde Vögte, Herr Leute. Aber nicht mit reinschlagen. Entschuldigen Sie, meine Männer sind rauchig, aber gottesfürchtige Burschen. Alles Neue macht ihnen Angst. Mein Name ist Josef Loy. Josef Loy kommt aus einer einfachen Luzerner Bauernfamilie. Beseelt von einem tiefen katholischen Glauben, setzt sich Josef Loy für die einfachen Leute ein. Was er verdient, gibt er aus für gute Werke. Praktisch ohne Schulbildung ist er für seine Anhänger kein Politiker von dort oben, sondern einer von ihnen. Was wollen die Liberalen? Fortschritt, Industrie, Wohlstand, das sind drei Geschenke vom Herrgott, sagen die Liberalen. Gottlose Parolen sind das. Und ich sage, das ist Teufelszeug. Sie sollen uns selber entscheiden, was das Beste ist für uns. Fortschritt, die Industrialisierung, wem hat das etwas gebracht? Einfache Menschen, wie euch und mir. Nichts, liebe Männer. Nichts hat es uns gebracht. Die liberalen Politiker hocken auf ihren dicken Vödeln in ihren Polstersessel und kümmern sich einen Dreck ums Volk. Ihre eigenen Brieftaschen kümmern sie sich, jawohl! Mit einem Programm, das vom Papst persönlich stammen könnte, stürzen sich Loy und seine Getreuen in den politischen Kampf. Die Konservativen, und zwar nicht nur Katholiken, sondern auch viele Protestanten, werfen den Liberalen vor, sie würden Atheismus und Materialismus einführen, vor allem auch in der Schule. Und das treibt die Leute sehr um und wegen dem kommt es zu Revolten. 1841 nimmt das Luzerner Stimmvolk eine neue, konservative Verfassung an. Sie hält fest, dass nur noch Katholiken wählen dürfen. Die Kirche triumphiert. Und die Liberalen fühlen sich provoziert. Die Aargauer Regierung klagt die Mönche an, sie würden das Volk gegen den Staat aufhetzen. In einer Strafaktion lässt sie alle Klöster schließen und ihre Güter einziehen. Mönche und Nonnen werden verjagt. Jetzt greift die Tagsatzung ein.
Sie ist die oberste eidgenössische Behörde, eine Versammlung der Vertreter aller Kantone. Sie erklärt die Schließung für ungesetzlich. Wenigstens die Frauenklöster müssen wieder geöffnet werden. Die Feindschaft zwischen den beiden Lagern spitzt sich weiter zu. Euch Klöster müssen verschwinden. Was ihr macht, ist Verrat am Vaterland. Tagsatzung hat anders entschieden. Wer sind sie überhaupt? Ochsenbein, Ulrich. Generalstabsoffizier in der Schweizer Armee. Wir dulden nicht, dass sie aus der Schweiz was alles steht, vom Papst macht. Ganz schön frech, ihre Offiziere. Da sieht man die Folgen des liberalen Irrglaubens. Macht so weiter. Und es gibt Krieg, Herr Sigwart Müller. Hören Sie auf, die Tagsatzung zu kritisieren, junger Mann. Aber ihr seid doch auf unserer Seite. Monsieur Dufour. Ihre Ungeduld wird unser Land noch ins Unglück reißen. Dufour traut diesem hitzigen Offizier nicht. Ulrich Ochsenbein, ein Berner Radikaler, der noch eine große Rolle in der Politik spielen wird. Es kommt noch schlimmer. Die Luzerner Katholiken berufen ausgerechnet Priester des papsttreuen Jesuitenordens als Lehrer an ihre Schulen und reizen so die liberalen Kantone zur Weißglut. Wohin der Schatten eines Mönchs fällt, wächst kein Gras mehr, so schimpfen sie. Die Jesuiten sind wie eine Lunte. Unser Land wird in Stücke gesprengt, wenn sie angezündet wird. Es ist ein politischer Konflikt. Die Liberalen wollen den Nationalstaat und für das brauchen sie eine neue Verfassung. Die Konservativen wollen die Kantonssouveränität bewahren, auch um ihre Religion zu schützen. Und darum wird die Religion der Gegenstand, der von beiden Seiten her die Extremisten aufbauschen. Es ist aber kein religiöser Bürgerkrieg. Was will Luzern mit dieser Provokation? Eine maßlose Gegenreaktion der Liberalen. Jetzt geht es im Sinne von Ulrich Ochsenbein weiter. 1844 zieht eine Truppe liberaler Hitzköpfe gegen die Innerschweiz. Sie scheitern kläglich. Nur drei Monate später organisiert Ochsenbein persönlich einen zweiten Freischarenzug. Mit 3500 Mann marschiert er gegen Luzern. Auch dieser zweite Freischarenzug endet mit einer blutigen Niederlage. 120 Menschen verlieren ihr Leben. Ochsenbein jedoch gelingt die Flucht. Dufour ist jetzt 60. Er will seine letzten Jahre im Kreis seiner Familie verbringen. Aber da ist diese Unruhe, diese Angst, dass die Schweiz auseinanderbricht. Bleib ruhig, Henri. Wie denn, wenn Ochsenbein wie ein wilder Ochse das Land verwüstet? Hat er die Freischaren nicht zurückgezogen? Die sind doch illegal. Ja, Annette. Aber hier in deinem Studierzimmer wirst du das Problem auf keinen Fall lösen, mein Lieber. Soll ich mich auch noch ins Getümmel werfen? In meinem Alter? Wer weiß. Warte, bis es schlimmer kommt und sie dich rufen werden. Dufours Ängste sind mehr als berechtigt. In diesem angespannten Klima schleicht sich mitten in der Nacht ein Attentäter in Lois Haus. Der katholische Führer ist sofort tot. Die Kugel trifft ihn mitten ins Herz. Aber nicht nur ihn. Sie trifft die ganze Schweiz. Der Mörder ist ein armer katholischer Bauer. Er hat gehofft, für seine Tat von den Liberalen eine Belohnung zu bekommen. Man richtet ihn hin. Dabei hat er doch, wenn auch unabsichtlich, der konservativen Sache einen großen Dienst erwiesen. Und jetzt haben Sie Ihren Märtyrer. Der Ihnen das Recht verschafft, jede Abscheulichkeit zu begehen. Mit Ihrer eigenen Brieftasche kümmern Sie sich, jawohl! Konstantin Sigwart Müller. Er ist es, der die Nachfolge von Josef Loy antritt. Und er ruft die Regierungsspitzen der konservativen Kantone nach Roswil, ins Restaurant Rössli. Diese Versammlung muss
unter allen Umständen geheim bleiben. Und sie schränken vor nichts zurück, auch nicht vor Mord und Totschlag. Lassen wir die gottlosen Liberalen weiterwüten. Dann überfallen sie morgen den Kanton Schweiz, Uri, Unterwalden, Zug, Wallis und Fribourg. Was können wir dagegen unternehmen? Nur eine katholische Schutzvereinigung kann das Unglück noch verhindern. Auch wenn das heisst, dass die Eidgenossenschaft von jetzt an gespalten ist. Meine Herren, all das muss streng geheim bleiben. Es darf niemand davon erfahren. So gewinnen wir wichtige Zeit. Zeit? Für was? Sagen wir es so. Wir sind nicht allein. Diese mächtigen Freunde sind die ausländischen Erzfeinde der Liberalen. Die katholischen Monarchen in Frankreich und Österreich. Sigvard Müllers Ziel ist klar. Er braucht militärische Unterstützung für den Bürgerkrieg, den er provozieren will. Auch diese Geheimverhandlungen des Sonderbundes fliegen auf. Ein halbes Jahr später weiß das ganze Land Bescheid. Der Skandal ist perfekt. Aus einem nationalen Konflikt droht eine internationale Verschwörung zu werden. Und das ist die Stunde für Ulrich Ochsenbein. Der Anführer des illegalen Freischarenzuges ist inzwischen Präsident der Tagsatzung. Ruhe, meine Herren! Der Sonderbund ist eine tödliche Gefahr für die Eidgenossenschaft. Darum müssen wir diesem Komplott ein Ende machen. Und wenn nötig, mit Gewalt, Sie, Herr Sigvard Müller, werden noch in Ihrer eigenen katholischen Hölle schmoren. Oh, mit Verlaub, Herr Präsident. Unsere Schutzvereinigung verstößt keineswegs gegen den Bundesvertrag. Ihre Schlaumeierei nützt Ihnen nichts. Diese Versammlung wird noch heute die Auflösung des Sonderbunds beschließen. Dann vergessen Sie nicht, Herr Präsident. Sie haben sich vor Luzern schon einmal eine blutige Nase geholt. Ihr Jesuiten lässt... Für die liberale Mehrheit der Tagsatzung ist das Verrat am Vaterland. Das heißt Krieg. Die Liberalen versuchen verzweifelt, die Katastrophe auf diplomatischem Weg abzuwenden. Aber die Sonderbundskantone bereiten sich zielstrebig auf den Krieg vor. Die Tagsatzung beschließt nach langen, zermürbenden Debatten, endlich zu reagieren und einen General zu wählen. Henri? Sie wollen mich als General. Aber das kann ich nicht annehmen. Du kannst nicht ablehnen. Mutter! Und seine Pflicht als Soldat. Wenn die Tagsatzung ruft, muss er gehorchen. Das bedeutet Bürgerkrieg. Kann man nicht mehr verhandeln? Dieses zeitgenössische Tollhaus entscheidet immer erst kurz vor dem Abgrund. Es gibt keinen anderen Weg, Annette. Der Krieg ist unvermeidlich. Die Tagsatzung hat ihren General gewählt. Es ist Oberst Dufour. Der Augenblick ist ernst. Dufour kommt widerwillig. Er spürt, dass sie ihn nicht aus echter Überzeugung gewählt haben. Bevor ich diesen Schwur ablege, was erwarten Sie denn von mir? Sie sollen das Kommando der Tagsatzungstruppen in einer Zahl von ungefähr 50.000 Mann übernehmen. Und mit den Kommandanten, die Kantone vorschlagen? Ich nehme diesen Auftrag nur an, wenn ich meine Offiziere selber bestimmen darf. Und Ihre Religion und Politik kümmern mich wenig. Es zählt für mich militärische Fähigkeit. Aber Herr General... General? Nein. Wenn der Kriegsrat mir seine Strategie aufzwingt, nein. Unter dieser Bedingung bin ich nicht euer General. Und außerdem, gerade als Patriot, weigere ich mich zu töten. Keinen meiner Brüder. Wenn er so viele Schwierigkeiten macht, wählen wir einen anderen, oder? Ist mir auch recht. Damit ist die Kandidatur Dufour erledigt. Was das Vaterland jetzt braucht, ist ein entschlossener Offizier.
Ein wahrhafter Patriot. Ulrich Ochsenbein wäre gern selbst General geworden, doch seine Vergangenheit als Anführer eines illegalen Freischarenzugs steht ihm im Weg. Aber wer sonst? Eine Krisensitzung jagt die nächste. Erst nachts um drei fällt eine Entscheidung, diesmal vielleicht aus echter Überzeugung. Monsieur Dufour? Monsieur Dufour? Herein. Wir haben uns die ganze Nacht beraten, Herr Dufour. Der Rat ist mit Ihren Bedingungen einverstanden. Schwören Sie den Eid. Das ist Ihre Pflicht als Soldat der Schweizerischen Eidgenossenschaft. Meine Herren, ich bin bereit, den Eid abzulegen. Aber unter einer letzten Bedingung. Wie bei der Tagsatzungstruppe Ordnung und Disziplin durchgesetzt werden, bestimme ich. Ich werde alles tun, die Übel des Krieges möglichst gering zu halten, weil ich weiß, dass ich Krieg gegen meine Landsleute führe. Es liegt mir am Herzen, keine schlimme Narbe zu hinterlassen im Land. Ich, Guillaume Henri Dufour. Dufour übernimmt das Kommando zu einem Zeitpunkt, wo andere Generäle längst kapituliert hätten. Der Sonderbund verfügt bereits über 80.000 Soldaten. Mit der Unterstützung aus dem Ausland könnten es schnell mehr als doppelt so viele werden. Am 4. November 1847 greift der Sonderbund am Gotthard an. Unter dem Kommando des protestantischen Generals Johann Ulrich von Salis-Soglio. Er will sich in der Lombardei mit den österreichischen Kräften zusammenschließen. Der Bürgerkrieg fordert seine ersten Opfer. Dufour ist von seinen Tessiner Truppen abgeschnitten. Die erste Siegesserie des Sonderbunds ist alarmierend, doch Dufour bewahrt ruhig Blut. Ich fordere von euch, dass ihr dem Land bis zum letzten Blutstropfen dient. Ihr werdet Hunger und Kälte ertragen müssen. Das Land verlangt Opfer von euch. Ich stelle daher unter euren besonderen Schutz die Kinder, die Weiber, die Greise und die Diener der Kirche. Wer seine Hand an Wehrlose legt, entehrt sich selbst, er befleckt seine Fahne und wird schwer bestraft. Ein General befiehlt seinen Soldaten, den Feind zu schonen, wohl einmalig. Um von einem Hauptquartier zum nächsten zu gelangen, muss Dufour große Strecken zurücklegen. In seiner Kutsche arbeitet er Tag und Nacht. Er legt großen Wert darauf, dass in seiner Armee Protestanten und Katholiken, Liberale und Radikale für die gleiche Sache kämpfen. Der Frontverlauf ist kompliziert. Dufour muss immer wieder durch das Gebiet des Gegners. Feindliche Kontrollposten sind eine ständige Gefahr. Manchmal gibt er sich als Oberst des Sonderbundes aus und wird durchgelassen, aber das funktioniert nicht immer. Schneller! Ich werde als erstes Fribourg angreifen. Seine Überlegung ist, zum Sonderbund gehören 7 Kantone, aber einer davon, Fribourg, ist von den anderen isoliert und somit das schwächste Glied in der gegnerischen Kette. Fribourg ist überzeugt, dass wir von Bern herkommen. Also lassen wir eine Truppe auf dieser Seite vorstoßen als Ablenkung. Gleichzeitig und absolut geräuschlos
postieren wir die Hauptmacht hier, hier und hier unter ihren Wehrturm. Aber bis sie von mir den Befehl zum Angriff erhalten, will ich nicht einen einzigen Schuss hören oder ich stelle sie persönlich vor das Kriegsgericht. Ist das klar, meine Herren? Am folgenden Tag bringen sich die Truppen der Tagsatzung in Stellung. 25.000 Mann warten ungeduldig auf Dufours Befehl zum Angriff. Fribourg verfügt über 3 Wehrtürme und 15.000 Soldaten. Dufours Truppen warten umsonst. Der General schreibt dem Kommandanten von Fribourg einen Brief. Monsieur, die Tagsatzungstruppen stehen vor ihren Mauern. Sie verfügen über 60 Geschütze, hinter ihnen starke Reserven. Die Katastrophe ist unvermeidlich. Ergeben Sie sich, sonst sind meine Truppen gezwungen, ein Blutbad anzurichten. Mon General, weht der Fribourg wirklich unsere Stellungen verraten, unsere Truppenstärke? Sie erhalten von uns einen ganzen Tag Bedenkzeit. Sollen Sie über Ihr Schicksal entscheiden? Zu den Waffen greifen oder kapitulieren? Mon General, das ist nicht Ihr Ernst. Sie bringen das dem Kommandanten von Fribourg. In seiner Antwort verlangt Fribourg einen weiteren Tag Bedenkzeit. Vielen Dank, Herr General. Dufour willigt ein. Aber das ist doch Wahnsinn, Mon General. Wir stehen kurz vor dem Sieg und Sie geben Ihnen nochmal einen weiteren Tag Waffenstillstand. Für was? Damit Fribourg seine Truppen verschieben kann. Wir müssen jetzt angreifen. Sie sind eingekesselt und müssen sich ergeben. Danke, Oberst. Die Offiziere der Tagsatzung haben größte Mühe, den Waffenstillstand bei ihren Truppen durchzusetzen. Der Druck auf Dufour steigt. Viele wollen sich mit Ruhm bedecken, indem sie Blut fließen lassen. Ich hätte diesen unmöglichen Auftrag niemals annehmen dürfen. Auf was warten wir noch? Frisch ist abgelaufen. Der Waffenstillstand vorbei. Jetzt geben Sie den Befehl zum Angriff, Mon General. Noch eine Minute. Fribourg kapituliert! Dufours Truppen nehmen die Stadt ohne Blutvergießen ein. Seine Rechnung geht auf. Aber er hat keine Zeit, sich zu freuen. Er will sofort das Herz des Sonderbunds treffen, bevor aus dem Ausland Verstärkung eintrifft. Das Ziel heißt Luzern. Die obersten Ziegler, Kmür und Donatz stoßen mit ihren Männern von Norden hervor. Die Truppen von Ochsenbein kommen von Westen. Die grösste Gefahr für den Dufour ist, dass der Konflikt könnte länger andauern. Das würde bedeuten, dass die ausländischen Mächte, Frankreich und Österreich, würden intervenieren und das hätte auch das Ende der Schweiz bedeuten. In der Nähe von Luzern bei Gislikon und Meierskappel kommt es zur Entscheidungsschlacht zwischen den beiden verfeindeten Schweizer Armeen. Mehrere 10.000 Soldaten stehen sich gegenüber. Wie soll Dufour den Feind im offenen Kampf besiegen, wenn er den Einsatz moderner Artillerie verbietet? Schütz Nummer 1, Feuer! Los, Mann, da! Hinter! Führer, Das war die letzte Kugel. Immer noch Stellung halten. Stellung halten, Befehl vom General. Ich bitte Sie beim Leben von meinem Mann. Befehlen Sie den Rückzug. Dann kämpfen wir mit dem Bajonett. Los, Aufgang! Für die Einheit vom Land! Trommel, wiederkommen! Nein. Los, Trommel aber sofort! Thank you.
ist da! Der Oberstgemühl mit ihren Tropfen! Der Feind ist am Stern! Zum Angriff! Los! Zum Angriff! Meine Herren, der Weg ist frei, wir marschieren nach Luzern. Gmür steht in Gislikon und Ochsenbein schafft endlich den Durchbruch im Entlebuch. Und wissen Sie, was das Wichtigste ist? Er hat seiner Truppe verboten, auf Unbewaffnete loszugehen. Ja, ein wirklich erstaunlicher Mann, dieser Ochsenbein, nicht? Am 22. November ergibt sich die Stadt Luzern praktisch kampflos. Der Bürgerkrieg ist vorbei. Nach nur 25 Tagen. Die katholisch-konservativen Kantone sind besiegt. Die liberalen Bürger von Luzern heißen die Sieger willkommen. Ein Triumph für Dufour. Dank seiner humanen Kriegsführung sind nicht mehr als 100 Tote zu beklagen. Ein paar Wochen später versammelt sich das Luzerner Stimmvolk zur Wahl einer neuen Regierung. Tagsatzungstruppen sorgen als Beobachter dafür, dass liberal gewählt wird. Sigvard Müller flüchtet ins Ausland. Mitsamt der katholischen Elite und der Kriegskasse des Sonderbunds. Er wird in Abwesenheit wegen Hochverrats verurteilt. Bei einer Rückkehr droht ihm das Schafott. Nach der Niederlage von Luzern geben auch die anderen Kantone des Sonderbunds auf. Im Hotel Schweizerhof diktiert der siegreiche General den Vertretern der unterlegenen Kantone die Kapitulationsurkunden. Auch das ist für Dufour kein Grund zu triumphieren. Am Ende eines Bürgerkrieges gibt es nur Verlierer. Die Besiegten genauso wie die Sieger. Ah. Gut gemacht, Dufour. Aber der Kampf hat erst begonnen. Viel Glück, Fazi. Im Siegestaumel vergessen die Liberalen ihre Streitereien. Alle beglückwünschen den Mann des Tages. Danke. Wie konnte ich nur glauben, Sie wären nicht der Richtige? Es war der größte Irrtum meines Lebens. Ach, Herr. Mit Ihrer Zurückhaltung im Entlebuch haben Sie bewiesen, dass Sie ein großer Staatsmann sind, lieber Ochsenbein. Geben Sie mir die Hand. Dufour wird über Nacht zum Helden. Nicht nur in der Schweiz, sondern in ganz Europa. Allerhand Bilder und Figuren von Dufour schmücken bald viele Stuben des Landes. Dufour war ein großer Schweizer. Nicht nur, weil er einen Bürgerkrieg gewann, sein größtes Verdienst, es gelang ihm, Frieden zu schaffen. Guillaume-Henri Dufour ist endlich dort, wo er immer hin wollte. Bei seiner Familie. Das ist der Hut von Großpapa, nicht? Das ist der Hut von Großpapa, klar? Ja, klar. Ich bin hier Krieg. Genau. Trotzdem hört er nicht auf, sich zu engagieren. Zum Beispiel für einen jungen Mann mit einer Idee, die ihn begeistert. Der junge Mann heißt Henri Dunant. Er will eine Organisation ins Leben rufen, die sich um die Pflege von Kriegsopfern kümmert, egal auf welcher Seite sie gekämpft haben. Zusammen mit Dufour gründet Henri Dunant das Schweizerische Rote Kreuz.
Aus dieser Idee wird ein weltumspannendes humanitäres Netzwerk, das Internationale Komitee vom Roten Kreuz mit Dufour als erstem Präsidenten. So findet sein ganzes Lebenswerk hier seine Erfüllung. Weil der Dufour gemässig war und der Krieg ohne großes Blutvergießen beendet hat, haben sich die verfindeten Parteien relativ rasch wieder gefunden. Auf dieser Grundlage hat man den Bundesstaat von 1848 aufgebaut, der im Prinzip bis heute Gültigkeit hat. Und in dem unterscheidet sich die Schweiz von den anderen Ländern in Europa, wo die 48er-Revolution überall gescheitert ist. Nach diesem Bürgerkrieg, der das Land fast zerrissen hat, arbeiten die siegreichen Politiker unverzüglich eine neue, liberale Verfassung aus. Unter den Vätern dieser neuen Verfassung sind zahlreiche Persönlichkeiten, die später im ersten Bundesrat der Schweiz sitzen. Aus dem Staatenbund wird jetzt der Bundesstaat. Dieser erste Bundesrat handelt im Sinn von Dufour und nimmt auch auf die Bedürfnisse der Verlierer Rücksicht. Alle Schweizer Männer bekommen das Stimm- und Wahlrecht. Das Land ist politisch geeint, dank Dufour und seiner umsichtigen Strategie. Er hat den letzten Bürgerkrieg auf Schweizer Boden gewonnen, als Sieger, der die Verlierer nicht demütigt. L'homme du juste milieu, der Mann der richtigen Mitte. Er war ein mittelmäßiger Schüler, der aber leidenschaftlich gern gezeichnet hat. Er war ein technisches Genie, Ingenieur und Erfinder, Kartograf und Förderer der Eisenbahn. Er baute Brücken über die Flüsse und über die Gräben des Landes. Eine neue, freie Schweiz ohne innere Grenzen, das war sein Traum. Doch neue Konflikte kommen auf das Land zu. Wirtschaftlicher Fortschritt heißt die nächste Herausforderung. Und auch dabei wird es Siege geben und Verlierer. Ist die Schweiz diesen Prüfungen gewachsen? Die Schweiz ist Mitte des 19. Jahrhunderts wirtschaftlich weit im Rückstand hinter ihren Nachbarn. Wir bauen den längsten Tunnel der Welt. Sie, man muss große Ideen haben, Escher. Alfred Escher und Stefano Francini. Die Eisenbahn, Monsieur Fassi, die braucht jetzt Kapital. Mit einer gewaltigen Energie wollen sie das Land in die Moderne führen. Doch zu welchem Preis? Was läuft hier? 25 Millionen Verlust. Es geht um das größte Projekt seit dem Suezkanal. Es geht um die Einheit von der Schweiz. 4 Jahre. Und der Gotthard kostet fast das Doppelte. Wenn wir jetzt nichts tun, dann haben wir den Glauben an die Zukunft verloren. Und heute? Was ist geblieben von ihren Träumen? Ist es ihnen gelungen, der Schweiz zu ihrem Platz in der Mitte Europas zu verhelfen? Nein, nein, nein. Nimm du, ich mag nicht. Ich esse doch nicht dein armes Süppli. Du musst essen, Papa. Bitte. Und? Der Welti. Was hat er gesagt? Er hilft dir doch, oder? Natürlich hilft er. Der Gotthard Tunnel. Der wird's gehen, Lydia. Ich verspreche es dir. Eine Eisenbahn durch die Alpen? Die ehrgeizigen Pläne stoßen auf Widerstand. Ist Eschers Vision zum Scheitern verurteilt? Doch wer ist Alfred Escher?
Woher kommt seine Hartnäckigkeit? Woher kommt er? Aufgewachsen ist der kleine Alfred in einer luxuriösen Villa mit Park, die sein Vater etwas außerhalb von Zürich gebaut hat. Im Belvoir. Alfred! Warum so traurig heute? Ausgerechnet, und ich einmal keine Schmerzen haben. Mutter Lydia ist eine kränkelnde Natur. Ihre Handschuhe verbergen ihre Gichtknoten. Weißt du, was dich plagt? Wolltest du lieber in die Stadt, wo es andere Kinder hat, gell? Ja. Alfred, wir gehören nicht zu diesen Leuten. Sie sind dumm und niedisch. Und sie können das nie erzählen, dass der Großpapa Pech gehabt mit seinem Geschäft. Geschäftliches Pech, so kann man den größten Bankrott Zürichs auch nennen. Zahlreiche Familien verloren damals wegen Alfreds Großvater ein Vermögen. Und so etwas vergisst man in Zürich nicht so schnell. Stell dir vor, Alfred, heute Nacht habe ich eine Vision von Ali Balle. Und jetzt? Schau selber. Geh ins Kabinett zu deinem Vater. Er hat Besuch aus Südamerika. Alfreds Vater macht sich einen Namen als Insektenforscher. Geld hat er genug. In Amerika ist er reich geworden als Kaufmann und Plantagenbesitzer, der auch von Sklavenarbeit profitiert haben soll. Ah, Alfred! Ah, willkommen. Frag mal durchs Mikroskop. Die Insektensammlung seines Vaters genießt in Fachkreisen hohes Ansehen. Your son will be a great scientist one day. Der junge Alfred wächst in einem faszinierenden und weltoffenen Klima auf. Amerika, Russland, Kuba, laufend internationaler Besuch. Doch das Belvoir ist auch ein goldener Käfig. Er ist aufgewachsen in einer gesellschaftlichen Blase, in einer Luxusblase. Muss sich das mal vorstellen, eine Mutter, die jahrelang nicht zum Haus und zum Park rausgeht, ein Hauslehrer, also auch keine Klasse, keine Schulklasse, keine Schulkameraden, das hat doch einem das Gefühl vermitteln, du bist etwas ganz Besonderes. Du gehörst einer Eliteklasse an, du bist bestimmt, um die anderen zu führen. 1848. Europa wird von Revolutionen erschüttert. In der Schweiz hat General Dufour mit seinem Sieg im Sonderbundskrieg den drohenden Zerfall des Landes abgewendet. Aus dem Staatenbund wird ein Bundesstaat. Die moderne Schweiz ist geboren. Escher ist mit 31 Jahren als Politiker an vorderster Front dabei. Eine Traumkarriere in Rekordzeit. Jurist, Präsident des Zürcher Regierungsrats, Vizepräsident des Nationalrats. Und schon betraut ihn Bern mit einer heiklen Mission. Revolutionäre, die im Tessin Zuflucht gefunden haben, sorgen für Schwierigkeiten mit dem Ausland. Begleitet wird er hierbei vom Tessiner Stefano Francini, der wenig später zum ersten Bundesrat der Schweiz gehört. Francini ist ein pflichtbewusster Mann und ein eidgenössischer Patriot. Nach dem Sonderbundskrieg spielt er als Versöhner zwischen den Kantonen eine bedeutsame Rolle. Francini gehörte zu den Emissären des Bundes, die nach dem Bürgerkrieg in die unterlegenen Sonderbundskantone geschickt wurden, um die Gemüter zu beruhigen. Und er hatte größtes Verständnis für ihre Ansprüche. Die Schweiz muss verstehen, dass wir eine Einheit sind, ein Bundesstaat. Dieses Land muss endlich außenpolitisch mit einer Stimme sprechen. Caro Escher, Sie haben das Zeug zu einer großen Politiker. Bald, Sie sind eine Bundesrat. Nein, nein, da fehlt mir Ihre Erfahrung. Francini, sagen Sie mir, was braucht dieses Land? Education, Escher, Bildung. Wenn Sie wie ich aus einem armen Dorf der Leventina kommen, gibt es nur diesen Weg aus der Armut. Wir brauchen eine moderne Schulwesen und eine eidgenössische Hochschule. Porca miseria! Und eine sichere Verbindung in den Tessin.
Ich hoffe eines Tages, wir haben Eisenbahn bis in Tessino. Aber mit diesen Bergen? Unmöglich, impossibile. Impossibile? No. Nichts ist unmöglich. Wir bauen einen Tunnel. Wir bauen den längsten Tunnel der Welt. Sie sehen, warum nicht? Eines Tages. Man muss große Ideen haben, Escher. Die Gotthardbahn wird Alfred Eschers Lebensaufgabe. Das bisher kühnste Unterfangen des jungen Bundesstaates Schweiz. Das Gotthard-Projekt war ein Projekt der Superlative. Und bezeichnenderweise haben internationale Kommentatoren das Werk verglichen mit dem Bau der altägyptischen Pyramide. Kaum zurück aus dem Tessin kämpft Escher für ein landesweites Eisenbahnnetz. Und das tut dringend Not, denn Bahnlinien gibt es in der Schweiz so gut wie keine. In ganz Europa entstehen neue Schienennetze. Nur die Schweiz schläft. Sie riskiert umfahren, schlimmer noch, isoliert zu werden. Er war Sprachrohr von einer Gruppe von Unternehmern, die eingesehen haben, wir mit unseren 30 Bahnkilometern von Zürich auf Baden, wir werden völlig isoliert. Nachbarländer haben Tausende und Abertausende von Gleiskilometern. Und alles läuft darauf raus, wir werden Transportweg brauchen. Wir müssen Rohstoffe importieren, wir müssen unsere Produkte können exportieren. Escher fürchtet die langsamen Mühlen des Staates. Das Projekt sei teuer, aufwendig, unrealistisch. Leidenschaftlich befürwortet er darum die Zulassung von Privatgesellschaften und hat damit Erfolg. Jetzt macht er sich stark für seine Heimatregion. Eine Linie für Zürich und die Ostschweiz, das ist seine erste Tat als Eisenbahnpionier. Und er gründet die Nordostbahn. Ihr Budget ist 5-mal höher als der Bundeshaushalt. Die Schweiz verwandelt sich in eine riesige Baustelle. Eisenbahnschienen werden verlegt, Brücken gebaut, Tunnels. Unkoordiniert zunächst, aber die Schweiz holt auf gegenüber ihren europäischen Nachbarn. Endlich. Ohne Eisenbahnen gibt es im 19. Jahrhundert keinen modernen Staat. Diese Bahnen sind der Motor vom Fortschritt. Diese Bahnen sind der Motor von der wirtschaftlichen und von der gesellschaftlichen Entwicklung. Als Politiker und Unternehmer gibt Escher den entscheidenden Anstoß für eine neue Phase der Industrialisierung. Fabriken entstehen, Maschinen werden gebaut, neue Technologien entwickelt. Doch jetzt zeigt sich, was dem Land fehlt: qualifizierte Ingenieure. Mangiamo, Escher. Facciamo una pausa. Una pausa? Heute beginnt die große Schlacht und alles entgegen uns. Nicht alle. Die Berner sind dafür, die Zürcher und auch das Tessin. Das langt nie. Die Katholischen, die Innerschweizer, die ganze Romandie, alles ist gegen uns. Chef Fazi, er ist eine starke Stimme in Genf. Vorläufig noch, gut, der Fazi. Aber auch das ist zu wenig. Nein, danke, danke, mein Magen ist sehr empfindlich. Carne secca della mia valle. Wir brauchen eine eidgenössische Hochschule. Ist das für diese Herren Parlamentarier so schwierig zu begreifen? Wir brauchen Ingenieure mit einem internationalen Niveau. Certo. Ma Bildung ist die Grundlage für Demokratie. Ja, das versteht sich doch von selbst. No, caro Escher, no. Sie haben beste Bildung immer gehabt. Hauslehrer, studieren in Ausland. Aber Demokratie ist für alle. Nicht nur, Sie entschuldigen, für ein paar Reiche. Für alle, die die Schweiz zu einem demokratischen Staatswesen formen wollten, ganz besonders für Franchini, waren Bildung und Ausbildung entscheidend. Nur gut gebildete Bürger handeln auch im Sinne des Gemeinwohls. Ich bin gegen eine eidgenössische Universität.
Eine eidgenössische Universität, das ist wie ein Kronleuchter, der die Mitte eines Saales erleuchtet. Das ist schön, aber in den Ecken bleibt es dunkel. James Fasi, der Heißsporn aus Genf, strammer Radikaler und Anführer der Revolution von 1841. Zentralisierer, Zentralisierer, es landet jetzt! Es gibt nicht nur in Zürich und in Bern gescheite Leute. Und wenn ich mich so im Saal umschaue, habe ich sogar oft das Gefühl. Und im Welschland ist es ja allseits bekannt, dass man lieber den Wein studiert als Akten. Hey, hey, Monsieur le Conseiller National, vous savez ce qu'on pense chez nous des Suisses allemands? Regardez. Intelligenz wohnt natürlich überall in allen Landesteilen. Aber können wir sie auch überall gleich gut ausbilden? Mir ist ein prächtiger Kronleuchter ist mir lieber als ein paar düster brennende Kerzen in den Ecken des Saales. Schaffen wir eine Universität für die ganze Schweiz. Das Geld, ja, das Geld haben wir. Wenn wir jetzt nichts tun, dann haben wir den Glauben an die Zukunft verloren. Escher macht sich stark für ein eidgenössisches Polytechnikum. Er setzt auf die Zukunft der Technik, aus der Überzeugung, dass es Ingenieure braucht, um aus der Schweiz einen modernen Staat zu formen und um in Europa eine Rolle zu spielen. Lassen Sie mich einen Vorschlag machen. Anstatt einem Polytechnikum und einer Universität vereinigen wir doch beides zu einer einzigen nationalen Hochschule. Das macht die Sache billiger und effizienter. Francini è il grande promotore della. Francini fordert nachdrücklich das staatliche Schulwesen im Tessin. Als Bundesrat koordiniert er die Projekte für das Polytechnikum. Er organisiert die erste moderne Volkszählung und gründet das spätere Eidgenössische Amt für Statistik. Escher hat sich durchgesetzt. Eine eidgenössische Universität wird es zwar nicht geben, aber die ETH gibt es heute noch. Sie gehört zu den angesehensten technischen Hochschulen weltweit. Er war vor allem ein Networker. Er war nicht irgendwie ein begnadeter Redner, jener ein Tröchni, der mit sehr vielen Argumenten aufgewartet hat. Aber er hat durch die Kraft der Argumente können seine Leute hinter sich scharen. Escher hat geschaut, dass er seine liberalen Freunde und Kollegen kann an den entsprechenden Stellen in der Politik, in der Exekutive, in der Legislative oder in seinen wirtschaftlichen Unternehmen positionieren. Und durch das hat er natürlich eine unglaubliche Machtfülle gehabt. Victoire! Al progresso! Und die neue Hochschule! Auf die Hochschule und auf die Eisenbahn. Und auf einen Tunnel in den Süden, mitten durch die Alpen. Bravo, Escher. Auf das Polytechnikum. Mindestens 100 Ingenieure brauchen wir, ehrlich. Hey, du dafür, aber es wird gefeiert. Ich muss leider gerade weiter. Das ist übrigens der Emil Welti, ein fähiger junger Mann mit einer hoffentlich großen politischen Zukunft. Sie spielen hier den Kellner. Das ist mir ein Vergnügen, Ihnen zu dienen. Und dem Volk. Was gibt es denn so Wichtiges, Monsieur Escher? Die Eisenbahn, Monsieur Fasi, die braucht jetzt Kapital. Sehr viel Kapital. Und für das braucht unser Land eine starke Bank, eine schweizerische Kreditbank. Dann ist endlich Schluss, dass uns Pariser immer reinschnurren. Monsieur, au revoir. Au revoir. Il est fou, ce Monsieur Escher. Francini non vedrà la. Francini erlebt die Verwirklichung des Gotthard-Projekts nicht mehr. In seiner dritten Amtszeit als Bundesrat denkt er immer häufiger an Rücktritt. 1857 will er sich definitiv ins Tessin zurückziehen. Doch er stirbt unerwartet am 19. Juli an einer Lungenkrankheit. Der Eisenbahnbau ist extrem kostspielig. Darum sucht Escher Kontakt zu führenden französischen Financiers.
Ihre Bedingungen kann er aber nicht akzeptieren. Also gründet Escher eine eigene Bank, die Schweizerische Kreditanstalt, um eine unabhängige Finanzierung seines Unternehmens sicherzustellen. Auch um die Unabhängigkeit des ganzen Landes zu stärken. Reales Kapital braucht es ja nicht so viel am Anfang. Das wichtigste Kapital von einer Bank ist das Vertrauen. Und hat man das Vertrauen, dann spielt es ja keine Rolle, wie viel Geld im Tresor liegt. Ist das nicht ein bisschen leichtfertig? Ich meine, was ist, wenn plötzlich alle ihr Geld abheben wollen? Ja, aber so läuft das. Schau nach Paris. Wir bei uns, wir haben einfach keine Ahnung. Eben. Ich meine, wie ist es um Fasi gegangen? Seine Bank ist von einem Tag auf den anderen zusammengekracht. 25 Millionen Verlust. Der Fasi? Ja, das wundert mich nicht. Du nicht gegangen, es ist ein wichtiger Mann für uns zu kämpfen, aber... Denk an deinen Ruf. Das ist ja unerhört. Der Bankrott von deinem Grossvater ist in dieser Stadt noch nicht vergessen. Dann sorge ich jetzt dafür, dass man das endlich vergisst, den schlechten Ruf. Genug diskutiert. Ich übernehme die Verantwortung. Und jetzt an die Arbeit. Wir brauchen ein ganzes raffiniertes Reglement. Und da bist du gefragt, als Jurist. Escher ist kein Zauderer und bereit, Risiken einzugehen. Trotz aller Unwägbarkeiten gibt er 1856 den Startschuss für die erste Schweizerische Kreditanstalt. Er schart seine Leute um sich. Er selbst wird Präsident, Rüttimann seine rechte Hand, der erste Verwaltungsrat. Der Tag der Wahrheit ist da. Werden die ersten Aktien der Bank genügend Käufer finden? Das enge Büro wird förmlich überrannt. Hunderte von künftigen Kunden zeichnen Aktien. Niemand weiß, dass die jungen Banker Anfänger sind und noch kaum Ahnung haben vom Bankgeschäft. Escher hat recht behalten. Der Name Escher steht von nun an für Seriosität und Erfolg. Und der Erfolg ist einmalig. Aus dem kleinen Kontor der ersten Kreditanstalt entwickelt sich eine der weltgrößten Banken, die heutige Credit Suisse. Und Zürich wird ein internationales Bankenzentrum. Es ist eine der anrührendsten Stellen in seinen Erinnerungen, die Anfänge der Credit Suisse. Also man hat sich dort am Paradeplatz niedergelassen, aber man hat im Grunde nicht genau gewusst, was man macht. Also er gibt selber zu, wir haben uns müssen Tag für Tag in das Metier hineinschaffen, eine Grossbank zu betreiben. Escher unterstützt den Bau des Zürcher Hauptbahnhofs und finanziert die Gründung der ersten Versicherung der Schweiz, die Rentenanstalt, heute Swiss Life, und die Rückversicherungsanstalt, heute Swiss Re. Doch wie steht es mit dem Privatleben des brillanten Geschäftsmanns Escher? Augusta! Augusta Übel ist die Tochter eines deutschen Offiziers. Ihre Familie ist mit den Eschers seit Jahren befreundet. Das ist nicht wahr. Das ist dein zukünftiges Zuhause. Ein Paradies. Ich werde in einem Paradies leben. Endlich gönnt sich Escher ein paar Tage Ferien. Doch nicht allein. Überraschend für alle hat er Augusta geheiratet. Sie ist gerade 19 Jahre alt, Escher 38. Sie kommen zurück von ihrer Hochzeitsreise an der Nordsee. Und selbstverständlich ziehen sie in der Villa Belvoir ein. Unter ein Dach mit Mutter Lydia. Alfred! Mama! Der Augusta hat sich so unglaublich gefreut auf dich. Ja, das sehe ich selber. Ich hoffe, Sie fühlen sich wohl in Belvoir. Das werde ich ganz bestimmt. Das ist alles ganz wunderbar. Alfred, ich habe dich so vermisst. Gott sei Dank, dass du wieder da bist. Du kannst dir gar nicht vorstellen, was alles passiert hier ist. Es ist einfach nur schrecklich. Aber was ist passiert? Furchtbar. Mit der Renovation hat gar nicht geklappt, gar nichts.
Und der Vergolder ist auch noch nicht fertig. Aber du hast mich ja völlig überrampelt mit dieser Geschichte. Mama, das ist doch nicht so schlimm. Furchtbar. Gehen Sie doch schon mal rein. Das Mädchen zeigt Ihnen alles. Mama, wir gehen zusammen rein. Ich möchte August alles zeigen, ja? Es ist einfach alles furchtbar. Und wann haben sie auch falsch gestrichen? Viel zu weiss. Ich habe ausdrücklich gesagt, eierschalenfarbig. Alfred, bitte. Bitte, du darfst mir nicht weggehen. Bitte. Mama, ich bin doch da. Ja, aber weißt, meine Gicht wird immer schlimmer. Weißt, und wenn du nicht da bist, ich kann mit diesen Leuten nicht umgehen. Es braucht einfach einen Mann. Es braucht einen Mann. Ich bringe sie in Ordnung, gell? Es ist gut, jetzt bleibst du da. Komm, ja. Komm dir mal hin. Und ich zeig dir das alles. Also, komm jetzt. Komm. Augusta begreift erst allmählich, dass Escher kaum Zeit hat für sie. Einsam und allein ist sie dem Regime der Schwiegermutter und deren Gemütsschwankungen ausgeliefert. Ihre Unbeschwertheit schwindet schnell dahin in diesem goldenen Käfig. Doch dann ein Hoffnungsschimmer. Augusta bringt eine Tochter zur Welt. Sie bekommt den Vornamen ihrer Großmutter, Lydia. Jetzt ist Escher glücklicher Familienvater. Wo der Alfred noch mal bleibt. Das ist schon ein Jammer. Da hat er so eine reizende und bildhübsche Ehefrau und ist immer an Sitzungen. Ist schon in Ordnung, schließlich seine Arbeit. Was sind denn so Ihre Pläne und Interessen? Reisen. Ich will unbedingt Italien sehen. Alfred hat gesagt, dass wir nächsten Mal vielleicht nach Rom und Neapel und in die Toskana können. Vielleicht reicht es sogar bis nach Venedig. Fantastisch, ich beneide Sie. Ich freue mich unglaublich. Ich bin schon täglich am Italienisch lernen. Freude nichts, Freude. Ich glaube nicht, dass mein Sohn Zeit hat für solche Eskapaden. Mag sein. Dann kann ich vielleicht mit meiner Freundin Henriette und kleinen Lydia allein eine kleine Italienreise machen. Ja, ganz sicher, so wie Kronzner. Meine liebe Augusta, ich glaube nicht, dass es dir hier in Belvoir an irgendetwas fehlt. Und in Italien wird man nur krank von dem unhygienischen Essen. Alfred, endlich. Wir fahren nach Italien, oder? Schlag deiner junge Frau die Reiseflause aus dem Kopf. Bitte Suppe für meinen Sohn. Wir schauen, mein Liebling, ja? Wir schauen. Auf jeden Fall gehen wir bald für ein Wochenende ins Thermalbad. Ich würde mich so freuen. Sitz doch ab, iss. Mama, ich habe noch sehr viel zu besprechen und ich muss morgen ganz früh auf den Zug nach Bern. Ja? Amüsier dich noch, mein Schatz. Um sein System abzusichern, ist Escher auf politische Verbündete angewiesen. Es war mir ein Vergnügen. Er setzt auf Ständerat Emil Welti. Es gibt etwas, was ich wissen muss. Es ist schon so weit, dass wieder ein Sitz im Bundestag frei wird. Ich brauche jemanden, der unsere Sachen nach vorne bringt. Und ich habe lange und gründlich nachgedacht und auch mit ein paar Leuten aus der Partei geredet. Und ich glaube, Sie wären der Richtige. Das wäre eine grosse Ehre für mich. Vielen Dank. Naja, so schnell geht es natürlich nicht mit unserem demokratischen Umweg. Und es müssen auch noch ein paar Parlamentarier überzeugt werden. Und das kostet natürlich alles Zeit. Die wichtigsten Leute hören auf Sie. Hoffen wir es. Und? Wie geht es mit der Eisenbahn, der Nord-Süd-Verbindung? Mit Gotthard? Sie meinen, darüber könnte man reden? Ja, natürlich. Reden. Reden kann man über alles. Das Wichtigste ist nur, dass wir zwei uns voneinander verlassen können. Ich glaube, gemeinsam könnten wir einiges bewirken in diesem Land. Ja? Sie können sich auf mich verlassen, Escher. Gut. Dann gehen wir ins Büro. Was gibt's da?
Bald bekommt Augusta ein zweites Kind. Es sollte das erste Jahr nicht überleben. Augusta leidet enorm. Im Sommer 1863 zieht sie sich eine schwere Erkältung zu, von der sie sich wochenlang nicht erholt. Ein Jahr später stirbt Augusta, nur 25-jährig. Das tragische Ende von Alfred Eschers Hoffnung, im Privatleben Glück zu finden. Er wird nie wieder heiraten. Alfred, es langet. Komm jetzt. Es tut mir leid. Voll Verzweiflung und heftiger denn je stürzt sich Escher wieder in seine Arbeit. Er hat jetzt nur noch ein Ziel im Leben, den Bau einer Eisenbahnlinie durch die Alpen. Nur 3 Jahre später stirbt auch seine Mutter, Lydia. Papi. Lydia. Kannst du nicht schlafen? Sie blöde. Hm? Und bei mir geschafft. Mach mal da. Das sind alles Brücken, die wir noch mitbauen. Siehst du das? Brücken am Gotthard. So, jetzt entschlafen. Ich mach's gleich wie du. Stimmt. Der Kampf um den Bau der Gotthardstrecke tritt in die entscheidende Phase. Die Gotthard-Eisenbahn war ein Scharnier in einer internationalen Verkehrslinie, die von Mitteleuropa durch die Alpen durchgegangen ist, dann weiter nach Genua, durch den Suezkanal, nach Indien. 1863 gelingt es ihm, 16 Kantone sowie die Zentral- und Nordostbahn an einen Tisch zu bringen. Sie gründen die Vereinigung zur Anstrebung der Gotthardbahn. Und Escher nimmt unverzüglich Kontakt mit Deutschland und Italien auf. Partnerstaaten beim Gotthard-Projekt sind ja beides Monarchien gsi, Deutschland und Italien. Und da war man irgendwie beruhigt, dass man sie jetzt in der Schweiz mit einem starken Mann, mit dem König der Schweiz, zu tun hat. Im selben Jahr stellt sich der junge Emil Welti zum ersten Mal zur Wahl in den Bundesrat. Er unterliegt knapp. 3 Jahre später klappt es. Welti wird Bundesrat.
und gibt in dem Gremium bald den Ton an. Das System Escher funktioniert reibungslos. Also im Moment kann ich nur mit Dankeschön sagen. Ich danke Sie der Vereinigten Bundesversammlung. Die hat Sie gewählt. Ich nehme an, Sie werden mit mir über den Goldtat reden. Ja, das wird kein Spaziergang. Zuerst einmal brauchen wir eine politische Mehrheit. Und das sind Sie gefragt. Und ich sorge dafür, dass das Eisenbahnnetz weiter ausgebaut wird. Und ich nehme Kontakt auf nach Deutschland und Italien. Und wenn nichts dazwischen kommt, dann haben wir in 2 Jahren eine Gotthard-Gesellschaft mit mir als Präsident. Einverstanden. Es gibt da aber noch etwas, das ich mich immer wieder frage. Warum sind Sie eigentlich nie selber Bundesrat geworden? Als Bundesrat? Ich? Und warum? Nehmen Sie es mir nicht übel, Bildi, aber ich bin nicht zum Handlanger geboren. Ich wollte etwas bewirken, nicht einfach nur verwalten. Ja, ich verstehe. Sorte. Ob auch Escher versteht? Es macht eher den Anschein, als hätte er seinen Gefolgsmann unterschätzt. Welti wird ein erfolgreicher und charismatischer Bundesrat. Gut. Und er schafft 6-mal die Wahl zum Bundespräsidenten. Gut. Dass Escher sein Umfeld gerne von oben herab behandelt, sollte noch Folgen haben. Alfred Escher hat seine Ecken und seine Kanten gehabt. Er war teilweise gnadenlos, unbarmherzig, auch mit seinem Umfeld, wo er sehr viel verlangt hat. Und es hat überall natürlich auch Opfer gegeben. Der Bau der Eisenbahn ist der Hauptmotor für die Entwicklung von Industrie und Handel in der Schweiz. Gut ausgebildete Ingenieure kommen aus der ETH. Die Zahl der Arbeitsplätze wächst, auch die Zahl der Fabrikarbeiter. Eine neue Gesellschaftsschicht entsteht, das Proletariat. Trotz des wirtschaftlichen Aufschwungs wird das Elend der Arbeiter zu einem beunruhigenden Problem. Doch Escher sieht, wie die meisten Liberalen, nur die positiven Seiten der Industrialisierung, den Fortschritt. Und er glaubt, dass sich die soziale Frage von selbst regelt. Die Industrialisierung der Schweiz im 19. Jahrhundert wurde auf dem Rücken der Arbeiter errichtet. Ihre Lebensbedingungen waren hart, die Löhne tief, auch wegen der hohen Zahl an Arbeitssuchenden. Und weil viele Frauen in den Fabriken arbeiteten, konnten die Löhne zusätzlich tief gehalten werden. Dann geschieht etwas, was Escher nicht vorausgesehen hat. Etwas ganz außerhalb des Systems Escher. 1867 bricht die Cholera aus. Hunderte sterben. Immer mehr grassiert die Armut unter den Arbeitern. Dies ist die andere Seite des Wirtschaftswachstums. Und diese will Escher nicht sehen. Wer in der Villa Belvoir aufgewachsen ist, hat unmöglich ein Flair entwickeln für die Probleme der Arbeiterschaft. Aber es ist dem ganzen Bürgertum so gegangen. Für sie war das Proletariat eine Art Bodensatz der Gesellschaft, wo man manövrieren konnte. Eine Art blinde Masse. Und wenn die sich anfangen zu organisieren, hat man sofort das Gefühl gehabt, ja, das läuft in Richtung Revolution. Die Cholera ist der Schlüsselmoment für die demokratische Bewegung. Die Arbeiter leiden. Sie schließen sich zusammen und formieren sich zum Widerstand. An einem regnerischen Tag im Dezember 1867 kommt es in Uster zu einer Volksversammlung gegen das System Escher und die Bourgeoisie. Escher wird erstmals offen angegriffen. Ein Vorkämpfer der neuen demokratischen Bewegung ist Karl Bürkli, einer der ersten Sozialisten der Schweiz. Bürkli attackiert Eschers Kreditanstalt und fordert, eine öffentliche Kreditbank, die Genossenschaften, Gewerblern und Kleinbetrieben günstig Geld leiht. Nach 1860 nehmen soziale Spannungen und Streiks zu. Die Arbeiter gründen Gewerkschaften und kämpfen für bessere Arbeitsbedingungen. Auf Druck der Demokraten wird 1874 die Verfassung revidiert. Doch Escher versteht nicht wirklich, was passiert. Er sieht nicht die Zeichen der Zeit, nicht die neuen Kräfte, die am Werk sind und Gerechtigkeit und Wohlstand für alle fordern.
Die revidierte Bundesverfassung von 1874 bringt mehr demokratische Rechte und mehr Kompetenzen für Bundesbern, gegen den Willen von Escher und anderer Liberaler von 1848. Der Alfred Escher war gegen die Verfassung von 1874 und auch gegen die direkte Demokratie. Das war ihm fremd. Er konnte mit dem nichts anfangen. Doch noch ist das System Escher nicht am Boden. Auf nationaler Ebene ist Eschers Macht noch immer intakt. Parlament und Regierung beschließen die Gründung einer Aktiengesellschaft zum Bau der Gotthardbahn. Die Gotthard-Gesellschaft. Escher wird Direktionspräsident. Mit dem Projekt schreiben wir Menschheitsgeschichte. Oui, ça c'est vrai. Das Ausland soll nur sehen, zu was wir Schweizer sind fähig. Ja, déjà une idée, wer den Bau übernehmen soll? Es wird selbstverständlich eine internationale Ausschreibung geben. International? Ich glaube, ich muss hier etwas klarstellen. Non merci. La ligne du Gotthard, davon profitieren vor allem die Deutschschweizer und das Tessin. Nur die Romans sind natürlich solidarisch, aber das erwarten wir auch von euch. Das Wichtigste ist, dass wir eine Gesellschaft finden mit genug Erfahrung und Wissen im Tunnelbau. Monsieur Velti, das ist eine Sache zwischen mir und Monsieur Escher. Monsieur Louis Favre ist ein sehr fähiger Mann und ich denke, er hat einen sehr interessanten Vorschlag. Den kann er gerne in Offerten einreichen. Wir machen eine Ausschreibung und die beste Offerte, die bekommt einen Zuschlag. Sieben Offerten werden eingereicht. Zwei kommen in die engere Wahl. Eine aus Turin und eine des Genfer Bauunternehmers Louis Favre, der alles tut, um den Auftrag zu kriegen. Er offeriert 15 Millionen Franken günstiger als die Konkurrenz und er verpflichtet sich, den Bau in nur 8 statt 9 Jahren fertigzustellen. Favre bekommt den Zuschlag. Das Abenteuer beginnt am 13. September 1872. Geplant sind der 15 Kilometer lange Haupttunnel, 55 weitere kleinere Tunnels, 32 Brücken, 10 Viadukte. Es sind hochkomplexe Aufgaben. Sie erfordern technische Höchstleistungen. Auf beiden Seiten des Tunnels sind zwischen 2.000 und 5.000 Arbeiter im Einsatz. Die meisten kommen aus Italien. Zunächst läuft alles einigermaßen nach Plan. Doch dann, am Ende des dritten Jahres, treten massive Probleme auf. Monsieur Escher! Monsieur Escher! Bonjour! Ich habe nicht viel Zeit, aber merci quand même d'être venu. Après vous, s'il vous plaît. Bon, Monsieur Escher, on est là, maintenant. Mein Gott, das ist ja weit hinter dem Zeitplan. Ben oui, c'est comme ça, hein. C'est de la force majeure. Wir hatten Wassereinbruch auf, voilà, ici, auf Tessiner Seite. Was ist das? Das hat uns pas mal de temps. Monsieur Favre, machen Sie mir nichts vor, das reicht mir nicht als Erklärung. Was läuft hier? Monsieur Escher, pas sur ce ton-là, s'il vous plaît. Dann reden Sie Klartext. Was läuft hier? Was ist mit den Arbeitern? Was ist mit diesen Streikdrohungen? Ah, ja, 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 es gab diese Menace de Grève, comment vous dites, diese Streikbedrohungen. Oui, d'accord. Ah, mais ça, c'est sous contrôle. Écoutez, am Abend ein bisschen mehr Wein für die Arbeiter, puis voilà, c'est parti. Sie sind doch nicht einmal in der Lage, den Aushub wegzuschaffen. Ich habe das Gefühl, Sie machen Ihre Arbeit nicht richtig. Monsieur Escher, ça, c'est dans mes compétences. Wollen Sie, dass wir noch mehr Zeit verlieren mit dieser, comment vous dites, là, mit dieser Aushub? Hein? On peut faire ça plus tard. Non, mais ça n'entre pas dans votre tête ou quoi? Sie sind vertraglich verpflichtet, mir eine Meldung für Verspätung zu machen. Ne parlez pas de ce contrat, Monsieur Escher, c'est un cauchemar. Für eine 8-Stunden-Schicht erhalten die Mineure 3,90 Franken. Über die Hälfte davon wird abgezogen für schmutzige Unterkünfte und teures Essen. Nicht einmal Grubenlampen sind umsonst und das Öl dafür kostet 30 Rappen pro Tag. Noch schlimmer, die Unterkünfte reichen nicht für alle. Die Häuser der Gegend sind überfüllt. Es kommt zu Spannungen mit der lokalen Bevölkerung. Die Gesundheit der Arbeiter verschlechtert sich. Erste Streiks brechen aus. Die Lage eskaliert. In Airolo geht es los und endet in einer Katastrophe. In Göschenen sterben im Kugelhagel von Urnersoldaten 4 italienische Arbeiter.
Schreckensmeldungen erschüttern die Öffentlichkeit. Die Schweiz ist schockiert. Das große Abenteuer Gotthard, ein Desaster? Die Offerte von Louis Favre war offenbar unrealistisch tief und jetzt macht er Druck auf die Arbeiter, um das Budget doch noch einzuhalten. Auch er selbst hält diesem Druck nicht mehr stand. Bei einer Stollenbesichtigung stirbt er an Herzversagen. Escher versucht zu retten, was zu retten ist. Ein neues Budget wird errechnet. Es ist fast doppelt so hoch wie das erste. Und jetzt muss der mächtige Alfred Escher als Bittsteller nach Bern zu Bundesrat Welti. Und? 100 Millionen. Ist der neue Oberingenieur verrückt worden? Der puckelt doch nur, dass wir das in der Stelle so machen. Ich drücke aber noch 40. Woher sollen die 40 Millionen kommen? Ja, 10, der puckelt vom Bund und der Rest treibe ich selber auf. Und wenn nicht? So, jetzt hören Sie mir mal zu, Welti. Es geht um den wirtschaftlichen Anschluss ans Ausland. Es geht um das größte Projekt seit dem Suezkanal. Es geht um die Einheit der Schweiz. Der mächtigste Mann im Land klopft an meine Türen und kommt betteln. Welti, ich hoffe, Sie vergessen nicht, wie Sie Bundesrat geworden sind. 4 Jahre. Und der Gotthard kostet fast das Doppelte. Wie soll ich das meinen Leuten beibringen? Da finden Sie schon einen Weg. Wenn Sie Bundesrat bleiben wollen. Welti, das ist doch auch Ihre Chance. Schaffen Sie etwas Grosses, machen Sie sich unsterblich als Bundesrat. Adieu, mon ami. Adieu, mon ami. Mon ami. Ihr Zug ist abgefahren, endgültig abgefahren und er merkt es nicht einmal. Da tut mir fast schon leid. Es hat, glaube ich, schon unserer Mentalität entsprochen, dass jemand, der so massiv über das Mittelmass rausragt, halt viel kleiner kritisiert wird. Und dass man noch allzu froh ist, dass man den als Sündenbock abstempeln kann für die Kostenüberschreitung beim Gotthard, wo aus heutiger Sicht ja an sich lächerlich war. Die Auswirkungen dieser Krise sind dramatisch. Die Gotthard-Aktie sackt von 300 auf 30 Franken in die Tiefe. Escher muss Geld auftreiben. Er reist nach Deutschland zu Bismarck und nach Italien zu König Vittorio Emanuele II. Zähneknirschend schießen Deutschland und Italien je 10 Millionen Franken nach. 12 Millionen bleiben an Escher hängen. Schön und gut. Aber es fehlen immer noch 8 Millionen. 8 Millionen? Wird doch der Bund noch einen auftreiben. Es ist möglich, aber es hat seinen Preis. Es gibt Stimmen, Leute, die es nicht gern sehen, wenn einer zu mächtig wird. Herr Escher, man hört immer häufiger, Sie sollten als Präsident der Gotthard-Gesellschaft zurücktreten. Das ist absolut unverschämt. Wer? Ich will nehmen. Wer? Das kommt ja gar nicht in Frage. Aber vielleicht müssten wir ein Zeichen setzen. Ich fürchte, sonst könnte der Kredit im Parlament abgelehnt werden. Vielleicht würde es helfen, wenn Sie als Präsident von der Kreditanstalt zurücktreten. Für den Fall hätte ich klare Signal für ein Ja. Überlegen Sie sich's. Und schicken Sie mir ein Telegramm. Viel Zeit haben wir nicht. Der Tee wäre bereit im Wintergarten. Es tut mir leid. Ich muss gerade weiter. Ich dachte, Sie bleiben zum Nachtessen. Ich habe Hirschbraten bestellt. Leider, ich muss wirklich. Papa, das kannst du dir nicht bieten lassen. Du trittst nicht zurück von der Kreditanstalt. Du kannst nicht nachgeben. Sonst ist alles verloren. Hast du gehört? Für den Gotthard ist Escher bereit, alles zu opfern. Schweren Herzens tritt er als Präsident der Schweizerischen Kreditanstalt zurück und begeht damit den größten Fehler seiner Karriere. Er merkt nicht, dass Welti und seine liberalen Parteigenossen ihn längst haben fallen lassen. Es hat das Königsopfer gebraucht. Und es ist im Bundesrat Welti gelungen, seinen Kopf aus den Schlingen rauszuziehen
Und unterstützt vom freisinnigen Establishment hat man den Alfred Escher können austricksen und ausmanövrieren und hat ihn können quasi auf die Schlachtbank führen. Es ist ein Express gekommen. Ich muss es Ihnen ohne Umschweif sagen. Unsere besten Freunde halten das Opfer Ihres Rücktrittes als Präsident der Gotthard-Gesellschaft für unvermeidlich. Wenn das Gelingen des Werkes nicht in Gefahr geraten soll. Ich verbleibe in steter wahrer Freundschaft. Ihr Welti. Ich habe das Leben lang gekämpft für das Land. Und jetzt werde ich so ungerecht behandelt. Ich habe mich darauf verlassen, was meine Oberingenieure gerechnet und berichtet haben. Ich bin nicht schuld an dieser Katastrophe. Das ist das Ende einer großen Karriere. Für seinen Rücktritt bekommt Escher nicht einmal ein Dankesschreiben. Dabei hat seine Sanierung das Gotthard-Projekt gerettet und im letzten Moment doch noch zum Erfolg geführt. Nach 7 Jahren und 5 Monaten, am 29. Februar 1880, erfolgt der Durchstich. Der Jubel ist groß, die internationale Presse voller Lob. Der längste Tunnel der Welt ist vollendet. Bundesrat Welti verbucht den Erfolg allein auf sein Konto. Escher wird nicht einmal eingeladen zu den Eröffnungsfeiern. Die sind gewaltig und finden in Luzern und in Mailand statt. Kurz darauf wird auf der Gotthardstrecke der Bahnbetrieb mit großem Erfolg aufgenommen. Ob man es will oder nicht, die Schweiz hat Escher viel zu verdanken. Dem visionären Erbauer von Bahnen, Banken und Hochschulen. Institutionen, die entscheidend waren für den wirtschaftlichen Aufschwung der Schweiz und für ihre Einbindung in den europäischen Kontinent. Ciao, Franzini. Ich glaube, wir haben es geschafft. Nach Alfred Escher haben spätere Generationen den Stab weitergereicht, bis heute. 2018 wird der neue Tunnel den Betrieb aufnehmen. Dann fahren Hochgeschwindigkeitszüge durch den Gotthard. Mit seinen 57 Kilometern ist er wiederum der längste der Welt. Und er stellt sicher, dass die Schweiz ihren zentralen Platz im Europäischen Verbund behält. Dieser Tunnel ist ein Abbild des Landes, einer Schweiz mit zwei Gesichtern. Auf den ersten Blick scheinbar unbeweglich und abgekapselt hinter ihrer Alpenfestung. Doch darunter ist alles in Bewegung. Ein Land, das vom engen Kontakt mit den Nachbarn lebt und auf den Kreislauf von Menschen und Ideen angewiesen ist.
oder zwei Briefe geschrieben. Hört man mich? Grüß Gott miteinander. Als Erste gebe ich das mal durch. Das ist ein Ausdruck aus dem Computer, aus dem Unique Partner Identification Key, wenn das mein Englisch zulässt. UPIK, das ist ein Firmenregister. Jede Firma kriegt eine DUNS-Nummer. Und das Interessante ist, dass die Schweizerische Eidgenossenschaft auch als Firma hier in dieser ganzen Geschichte zu finden ist. Aber nicht nur das. Sie haben es jetzt rausgenommen. Das will ich sagen, aber es ist immer noch sehr viel drin. Ich habe ein Video gemacht auf YouTube, Heinz-Christian Tobler, kann man das sehen. Das ist heute rausgegangen und da habe ich so mit einer Hand an der Kamera, mit der anderen an der Tastatur ein bisschen gezeigt. Also der Kanton Basel-Land zum Beispiel ist auch eine Firma und Basel-Stadt auch. Und also das geht bis in die Gerichte. Gebt das mal durch. Hinten ist noch ein Brief an Altbundesrat Blocher, der mir leider noch nicht geantwortet hat, was er früher zwar immer tat. Das geben wir mal durch, dass man das anschauen kann. Ich lese jetzt einmal zuerst diesen Brief vor. Also es ist am 9. Oktober an Evelyn Wittmer-Schlumpf, Primary Executive, Schweizerische Eidgenossenschaft. Sehr geehrte Evelyn Wittmer-Schlumpf, mit großer Besorgnis um die Schweizerische Eidgenossenschaft schreibe ich Ihnen diesen Brief und hoffe, Sie mögen Ihre wertvolle Zeit opfern, mir eine Antwort zu schreiben. Ich bin der Behauptung einer Bekannten nachgegangen, das ist die Lilo, die wir auch kennen und die sei an dieser Stelle gegrüßt, die mir verlautbarte, dass es sich bei der Schweizerischen Eidgenossenschaft um eine Firma und nicht mehr um einen Staat handle. Sie habe eine DUNS-Nummer, die 485642987 laute. Nach meinen Nachforschungen auf der Webseite der UPIK, Unique Partner Identification Key, bin ich zu meiner größtmöglichen Bestürzung fündig geworden. Ich erlaube mir, Ihnen einen Abzug dieser Webseite, diesem Schreiben beizulegen. Das geht jetzt hier durch die Runde. Die Primary Executive ist niemand geringerer als Sie, Evelyn Wittmer-Schlumpf. Ferner hat man die Unverfrorenheit, unser geliebtes Bundeshaus, als registrierte Firmenadresse anzugeben. Wenn ich das nicht mit eigenen Augen auf meinem Computer gesehen hätte, würde ich alles nicht glauben und ins Reich der Ammenmärchen verbannen. Ich bitte Sie inständig, mir zu erklären, was da abgelaufen ist. Wie ist so etwas möglich? Mir fehlen einfach die Worte. Gibt es noch einen Staat, Schweizerische Eidgenossenschaft? Warum weiß der Schweizer Bürger davon nichts? Ich habe als aufmerksamer Zeitgenosse es nicht mitbekommen, dass man darüber abgestimmt hat, ob man die Schweizerische Eidgenossenschaft in eine Firma umwandeln darf. Wann und wie ist solch eine Ungeheuerlichkeit über die politische Bühne gegangen, ohne dass man etwas davon gehört oder bemerkt hat? Ich hoffe, Sie können meine Bestürzung verstehen und bitte Sie inständig um Aufklärung dieser Sachlage. Ich bin Staatsbürger der Schweizerischen Eidgenossenschaft als Staat. Ich bin Mensch und nicht Firmenangestellter der Firma Schweizerische Eidgenossenschaft und ich pflege auch keine Geschäftsbeziehungen mit einer solchen. Ich verbleibe mit vorzüglicher Hochachtung, Ihr Heinz-Christian Tobler. Wow. Das hat's aber in sich. Klasse. Höflich, aber bestimmt. Ja, und jetzt haben wir da auch eine Antwort bekommen. Und zwar am 14. Oktober ist die verfasst worden. Und ein Tag vor meinem Geburtstag war die schon in meinem Briefkasten. Also arbeiten tun sie schnell. Happy Birthday to... Okay. 49, gell? Also, das ist jetzt nicht von der Evelyn Wittmer-Schlumpf, sondern das ist... vom Eidgenössischen Finanzdepartement, vom Generalsekretariat, der Rechtsdienst. Und davon ist der allgemeine Rechtsdienst. Und da geht es, da hat es noch Aktenzeichen und so, Eintragung der Eidgenossenschaft im UPIK-Register. Sehr geehrter Herr Tobler, hat jemand einen Schluck Wasser?
muss mal was trinken da. Also. Sehr geehrter Herr Tobler, mit Schreiben vom 4. Oktober 2014 haben Sie, Bundesrätin Evelyn Wittwer-Schlumpf, auf den Umstand hingewiesen, dass die Schweizerische Eidgenossenschaft im UPIK-Register eingetragen ist und Bundesrätin Wittwer-Schlumpf als Hauptverantwortliche bezeichnet wurde. Ihr Schreiben wurde dem Rechtsdienst zur Beantwortung übergeben. Gemäß unseren Nachforschungen wurde der Eintrag von einer dem eidgenössischen Finanzdepartement EFD nicht bekannten Person veranlasst. Ich wiederhole diesen Satz, weil er so wunderbar ist. Gemäß unseren Nachforschungen wurde der Eintrag von einer dem eidgenössischen Finanzdepartement EFD nicht bekannten Person veranlasst. Der Eintrag wurde inzwischen gelöscht. Es ist uns aber bekannt, dass Ämter der Bundesverwaltung weiterhin in diesem Register eingetragen sind. UPIK ist eine private Datensammlung, welche gemäß den Ausführungen auf der dazugehörenden Webseite die eindeutige Identifizierung von Geschäftspartnern erlaubt. Der Eintrag in diesem System hat weder einen Einfluss auf die Rechtsform noch auf die Tätigkeit oder Organisation des eidgenössischen Finanzdepartements, da auch staatliche Einheiten am Geschäftsverkehr teilhaben. Zum Beispiel bei Beschaffungen von Gütern kann die Eintragung im UPIK-Register sachlich gerechtfertigt sein. Sofern ein Eintrag nicht sachlich falsch ist, sehen wir deshalb keinen Anlass, eine Löschung zu verlangen. Freundliche Grüße, Simon Müller, Leiter Allgemeiner Rechtsdienst. Wow, das ist ein Hammer. Ja, weil ich hätte jetzt zum Beispiel noch eine Anmerkung, wir kommen vielleicht noch gleich drauf, wir haben ja geschaut, auch ein Gericht, zum Beispiel das Bundesgericht in Bern hat ja auch so eine Nummer. Und die Nationalbank hat auch so eine Nummer. Weil die Pappbecher einkaufen? Ja, wahrscheinlich, oder? Sogar über die Migrationsstelle hat auch so eine Nummer. Ich habe das alles in diesem Video aufgelistet. Ich hatte jetzt keine Zeit, das noch alles auszudrücken. Falls jemand einen Laptop hat, kann er auf dieses Video gehen und das mal aufmachen. Dann habe ich am Schluss natürlich die ganze Liste hineingedrückt und die ist nur ein Drittel von dem, was ich gefunden habe. Basel, Kanton Basel-Landschaft, das ist alles eine Firma. Und jetzt will ich euch etwas zeigen. Das ist jetzt, da hat mir jemand ein Mail geschickt und ich habe den Namen, weiß ich nicht. Ich danke einfach, weil ich habe das noch eine halbe Stunde, bevor ich losgegangen bin, das ausgedrückt. Das ist mal so ein Gemeindewappen, wie man das kennt. Und das ist Rapperschwil-Jona. Früher hatte man diese Wappen. Heute verwendet Rapperschwil-Jona solche Firmenlogos. Und auch die Polizeidienste haben diese Firmenlogos. Also das geht ein bisschen weiter, als man uns da sagen will. Das ist eine Sauerei. Man hat die ganze Schweiz verkauft. Das ist meine Meinung. Und man hat niemanden gefragt. Und jetzt will ich, dass jeder Kopf hat, den ich sich nochmal einen Brief schreibt auf Bern, auf Liestal, auf Basel, auf jeden, auf Aarau, auf jeden Kanton. Sollen sich die Leute mal den Finger rausnehmen und mal Briefe schreiben, dass die so eingedeckt werden, dass ihnen die Finger wund werden? Eine gemeinsame Schweiz mit einem großen inneren Zusammenhalt, die offen ist gegenüber Neuem. We'll be right back.
Wetter, hast du das mit dir? Das Buch von dem Bilderberg-Meeting. Jetzt haben wir gefragt, was sie da machen, wenn es so für Demokratie und Unabhängigkeit geht. Ja, wieso ist das denn undemokratisch? Ja, ich habe es gehört, jetzt ist sehr undemokratisch. Also dann verschiedene, sie mir etwas NZZ, Tagesanzeiger und verschiedene Leute berichten, dass sie sich dort mit NATO-Generälen treffen, die jetzt im Krieg sind. Moment, sie ist organisiert, sie können nicht einfach so... Aber es ist doch wichtig, an einem heutigen Tag, wo es sehr geschichtsträchtig ist, oder dass man für Freiheit ist. Ich bin schon am Richtigen. Also, immer cool bleiben, cool bleiben, cool bleiben. Es wird immer von dem Druck geredet, der irgendwie besteht. Man hat fast das Gefühl, es stehen an der Grenze ganze Schlangen, die auf das Zeichen auf die Plätze fertig loswarten. Es ist in der EU gar kein sättiger Druck vorhanden, dass wir könnten überschwemmt werden. Was die Einwanderung angeht, da sollen wir nicht vergessen, dass wir diesen Vertrag mit der EU, also mit Deutschland, Frankreich, Österreich, Italien, Spanien, Portugal abschließen und von dort besteht kein Einwanderungsdruck in die Schweiz. Wir stimmen ab an die Osterweiterung, das heißt an die 10 neuen EU-Mitgliedstaaten. Und es wird kein Exodus stattfinden. Das ist Phantasmen. Sie haben recht, Phantasmen zu. Sie können Phantasmen haben. Und jetzt haben wir eigentlich den Vorteil gegenüber dem, was wir im 1999 hatten, wo wir das erste Mal diskutiert haben über die Personenfreizügigkeit, wo die Argumente die gleichen waren wie heute auch. Aber was das Plus ist, wir haben 8 Jahre Erfahrung. Natürlich nicht mit der vollen Freizügigkeit, aber immerhin mit 15 Staaten volle Freizügigkeit. Und was sehen wir? Es ist eine ganz kontrollierte Immigration. Es hat kein Lohn- und Sozialdumping gegeben. Es sind Arbeitsplätze geschaffen worden, nicht vernichtet. Das sind die drei Aussagen, die wir im 1999, 2000 gehört haben und jetzt auch wieder hören. Und das Gegenteil ist der Fall. Also es sei ja gar nicht so schlimm, hat man gesagt. Und jetzt haben wir gleich, du hast vorhin gesagt, am Anfang gesagt, 350'000 in den letzten 5 Jahren, wo sie kamen. Ist das Volk getäuscht worden? Also zuerst einmal, ich komme noch Freude über am Schweizer Fernsehen. Danke vielmals, dass ihr jetzt wirklich einmal gebracht habt, wie es halt war. Danke. Wir brauchen pro Tag 88 Millionen Fass Erdöl weltweit. Was bedeutet das? Das sind 44 Supertanker. Also die größten Erdölfelder der Welt liegen in Saudi-Arabien. Das ist die Goldmedaille. Dann im Iran, das ist die Silbermedaille, und dann im Irak, das ist nur die Bronzemedaille. Man hat sich jetzt mal die Bronzemedaille geholt. Und dann nehme ich die 100.000 Toten, es sind auch mehr, aber das ist etwa diese Zahl, die sich jetzt etabliert hat, die 100.000 Toten im Irak und rechne sie direkt zu der Rubrik Erdölbeutezüge. Sie nennen es wirklich Erdölbeutezug? Ja. Es ist jetzt nicht so, dass Deutschland einen Militärstützpunkt in den USA hat, sondern die USA haben mehrere Militärstützpunkte in Deutschland. Und da ist sofort die Ranghöhe abgesteckt. Es ist das Imperium, das die Stützpunkte hat. Und die Vasallen, die haben das eben nicht. Jetzt wollen wir, um das Gemetzel zu stoppen, einen Krieg führen. Also diese Idee, Gewalt mit Gewalt stoppen. Es kann ja nicht sein, dass man 1945 sozusagen den Faschismus besiegt und dann eine Geheimarmee macht über die NATO und da SS-Leute drin hat. Was für die Menschen heute sehr schwierig ist, ist herauszufinden, wenn sie einen Terroranschlag haben, ist das jetzt der Staat, der tötet, oder ist es ein Verrückter? Es heißt ja Verteidigungsministerium, aber wenn man es ganz wissenschaftlich anschaut, müsste man es Angriffsministerium nennen. WTC 7, gab es das Gebäude? Die Antwort ist ja. Ist das zusammengestürzt? Die Antwort ist ja. Ist ein Flugzeug reingeflogen? Die Antwort ist nein. Und das reicht. Mach dir dein eigenes Bild, weil es könnte durchaus sein, dass du nicht verstanden hast, was du glaubst, verstanden zu haben. Ein Imperium betreibt genuin immer Machtmissbrauch. Man muss jetzt total naiv sein, wenn man nicht begriffen hat, dass dieser Wirtschaftskrieg läuft. Der läuft, jetzt, während wir sprechen, der läuft. Und wir haben jetzt die Informationsrevolution. Hallo, ich muss nicht warten, bis es in der FAZ steht. Also wer wirklich frei ist, sozusagen das zu sagen, was er denkt, das ist ein Glückspilz. kenfm.de 9-11 hat verschiedene Beleidigungen, aber eine ist an den Verstand.
Und da werden ja die Leute eigentlich in zwei Positionen gedrängt. Entweder sie glauben Bush blind, das geht nicht, weil Bush ist ein Lügner, bewiesen beim ABC-Geschichten mit dem Irak. Oder sie werden in diese Kiste Verschwörungstheoretiker reingesteckt, was so viel heißt wie, das dürfen sie nicht denken. Alleine durch die Straßen pöbeln mich die Zecken an. Aber es ist mir egal, ich stehe trotzdem meinen Mann. Aufrecht und stolz zu jeder Zeit, für mein Land bin ich bereit. Und sind doch nur noch Feinde in Sicht, uns zu vertreiben schaffen sie nicht. Vaterland, ich bleibe hier. Vaterland, ich stehe treu zu dir. Vaterland, wir bleiben hier. Vaterland, wir stehen treu zu dir. Vaterland, du bist mein Leben. Vaterland, du gibst mir Kraft. Vaterland, ich will dir alles geben. Vaterland, bald haben wir es geschafft. Das Land, wo ich geboren bin, wird verspottet und ausgelacht. Aber seht einmal zurück, früher hatten wir die Macht. Vaterland, ich bleibe hier. Vaterland, ich stehe treu zu dir. Vaterland, wir bleiben hier. Vaterland, wir stehen treu zu dir. Vaterland, du bist mein Leben. Vaterland, du gibst mir Kraft. Vaterland, ich will dir alles geben. Vaterland, bald haben wir es geschafft.